Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag, den wir hier unverdrossen gegen diverse Zeitgeister verteidigen. Aus der Bildung zum Beispiel verflüchtigt sich die Kultur als Wort, Begriff und Inhalt. Eben wurde dankenswerterweise eine massive Debatte über die Marginalisierung der Literatur im Deutschunterricht entfesselt, exemplarisch an der Zentralmatura. Deshalb habe ich den bedeutenden Genetiker und Sachbuchautor Markus Hengstschläger bei mir. Er identifiziert das aktuelle Bildungsziel als Dressur zur Mittelmäßigkeit. Der österreichische Dokumentarist Erwin Wagenhofer argumentiert im Film Alphabet gegen den schon im Kindergartenalter einsetzenden Leistungsdruck. Und die frühere Gymnasialdirektorin Heidi Schrott hat soeben das Buch Sehr gut oder nicht genügend, Schule und Migration in Österreich veröffentlicht. Und zuletzt kommt der große André Heller, um an den einzigartigen, von mir verzweifelt vermissten Gerd Voss zu erinnern, den ich in dieser Sendung mehrfach und glückhaft willkommen heißen durfte. Er hat das Erscheinen eines ihm gewidmeten Prachtbandes nicht mehr erlebt. André Heller, einer der Beiträger, erweist ihm hier die Ehre. Zu Beginn die Neuerscheinungen. Freuen wir uns, dass es ungeachtet der Anstrengungen des Bildungssystems noch Bücher gibt. Sogar das Schlechte wird uns da fast sympathisch. Geisterstunde. Konrad Paul Lissmann. Erschienen bei Schollnai. Zu haben um 18,40 Euro. Die Literatur wird aus dem Deutschunterricht eliminiert. Philosophie geht maximal als Marotte für Verhaltensauffällige durch. In diesen Zeiten der Generalvertrottelung setzt der große österreichische Philosoph Maßstäbe an öffentlicher Wirkung und intellektueller Qualität. Sein Buch ist eine hellsichtige Analyse des österreichischen Bildungsdilemmas, das junge Menschen im PISA-Trott zum Funktionieren statt zum Denken bringt. Immer noch New York. Lili Brett. Erschienen bei Suhrkamp. Zu haben um 20,60 Euro. Ein riesiges Biotop der Freiheit, der Vielfalt und des Nonkonformismus zu Zeiten, da diese Tugenden im Rückzug begriffen sind. Die Tochter zweier polnischer Holocaust-Überlebender huldigt in 41 ebenso witzigen wie zärtlichen Kolumnen der Stadt New York, die ihr seit 25 Jahren Heimat ist. Jakob Mustafa, Fritz Schindlecker, erschienen bei Heimon, zu haben um 12,95 Euro. 1684, ein kleiner Ort an der Donau. Eine junge Frau will ihren kleinen Sohn taufen lassen, aber der Ortspfarrer Mehringer zögert. Der Bub hat kohlschwarze Augen und ein braunhäutiges Gesichtchen und die Türkenbelagerung liegt verdächtig kurz zurück. Schindlecker, Vater des modernen österreichischen Kabarets, erzählt trocken, spannend und belehrungsabstinent die Geschichte eines potenziellen Außenseiters, der sich hoch hinaufarbeitet. Der Sohn, Jo Nesfo, erschienen bei Ullstein, zu haben um 23,70 Euro. Der opferreichste und grausamste Krimi des Jahres und doch alles andere als eine Blutoper. Ein ehemaliger Junkie und Sträfling kommt wie ein göttliches Strafgericht über die Ganoven, die seinen Vater, einen Polizisten, korrumpiert und in den Selbstmord getrieben haben. Fabelhaft, auch ohne den berühmten Ermittler Hule, aber nur für Menschen mit Nerven. Wie sage ich's meinem Mann? Stefanie Luxert. Erschienen bei Eden. Zu haben um 13,40 Euro. Ein Buch, dessen erstes Wort der Urlaut Hi ist, sollte von Gehirnbesitzern sofort auf den inneren Index befördert werden. Die Verfasserin, als Berufsbloggerin schon tendenziell auf der Seite des Grenzalphabetismus, erörtert mit magenhebender Launigkeit, was sich zwischen Mann und Frau so ansammelt, vorausgesetzt, beide wurden von keinen intellektuellen Anfechtungen gerahmt. So, und da kannst du es lauter gleich gesonnenen sagen.
Meine Damen und Herren, Markus Hengstschläger ist das, was man einen Star der Wissenschaft nennt. Er lehrt an der Wiener Medizin-Uni, hat in Yale geforscht, er ist Mitglied der staatlichen Bioethikkommission. Sein Buch »Die Durchschnittsfalle« hat dem hiesigen Bildungssystem Finsteres attestiert. Soeben hat er die sperrige Materie mit Thomas Brezina im Comicband »Warum nur Knallköpfe die Welt vor Killer-Klobrillen retten können« kindgerecht adaptiert. Weichen wir von der Norm ab. Das ist sein flehentlicher Appell an das Außergewöhnliche im Menschen. Markus, servus. Hallo, Heinz. Schön, dass du da bist. Würdest du bitte dort Platz nehmen? Sehr gerne. Was darf ich dir denn zu trinken anbieten? Rotwein oder Rivella? Rotwein, bitte. Kommt. Bitte schön, da ist er. Und jetzt sag, wie gefällt dir denn das Porträt, das der Oskar Stocker von dir gefertigt hat? Ich finde es nicht so schlecht. Nein, mir gefällt es ganz gut. Ich bin durchaus zufrieden. Also, nicht mein freundlichster Blick, aber ich bin ja nicht immer so freundlich, wie man glaubt. Und daher, da ist durchaus was drin. Natürlich, hier ich bin manchmal zornig und daher ist. Bist du ein sehr jähzorniger Mensch? Jähzornig nicht, aber konstant kann ich manchmal zu einem Thema zornig sein. Jähzornig nicht überraschend, aber so, dass man sagt, das ärgert mich was grundsätzlich, das gibt schon. Und das Bildungssystem macht dich zornig? Wobei, ich glaube, das Bildungssystem macht mich bis zu einem gewissen Grad auch zornig, aber mir macht auch die Gesellschaft zornig, die sich damit zufrieden gibt bis zu einem gewissen Grad. Ich sage immer, es liegen so viele Fairtrade-Produkte in einem Regal, wie sie gekauft werden. Und wenn die Menschen sozusagen sagen, naja, es passt eh halbwegs oder eigentlich fahren wir ganz gut mit dem, was wir haben, lassen wir es, wie es ist. Und sich nicht bewusst sind, dass neue Fragen auf uns zukommen und man eigentlich was ändern muss, wenn man für diese Fragen vorbereitet sein muss, dann muss man ein bisschen verärgert sein. Sag einmal, du warst wirklich ein Punk? Irgendwie schaust du nicht aus wie ein Punk. Nicht mehr. Ja, das war so eine Phase in meinem Leben. Aber auch habituell schaust du nicht aus wie ein Ex-Punk. Ja, das nicht, ja. Aber so zwischen 14, 15, 16, 17 gab es so Phasen, wo ich vieles ausprobiert habe. Das hat so ein bisschen zum Grundkonzept gehört bei mir. Ich habe in der ersten Klasse Gymnasium schon ein wenig zufriedenstellenden Betragen gehabt. Ich war kein so schlechter Schüler in Noten. Aha. Aber was das Betragenverhalten anbelangt hat, war ich doch aufwendig, glaube ich. Und das hat sich bis zur Matura so durchgezogen. Und da war Teil dieses Ausprobierens, dieses neue Wegegehen, war auch jugendbewegt zu sein. Und ich stamme aus der Linzer Stahlstadt, wie man das damals genannt hat. Und da war Punk durchaus eine Bewegung, die es da gegeben hat. Ja, und wie wird man da, wenn man da rebelliert und schlechte Betragsnoten hat, andererseits mit 36 Jahren Medizinordinarius? Also man muss glaube ich sagen, und das ist ja auch immer mein Grundtenor, dass man, wenn man das Glück hat, etwas zu finden, was zu einem passt, dann laufen die Dinge natürlich schon ganz anders, als wenn man dieses Glück nicht hat. Und bei mir ist die Geschichte von dem geprägt, weil es war ja schon von Anfang an klar, dass eigentlich Naturwissenschaft meines ist. Und ich habe beim Übergang von der Schule auf die Uni auch bemerkt, wie sehr das meines ist. Und dann hat diese Faszination mich auch nicht mehr losgelassen. Und weil du das sagst, ich schaue heute nicht mehr so oder so aus. Mhm. Es gab dann viele Jahre in meinem Leben, wo das dominant war, wo ich gesagt habe, eigentlich geht es um das. Ich will da gut sein, ich will lehren, ich will vor allem Patienten betreuen, ich will auch forschen und das will ich sehr gut machen. Wenn Patienten Sorgen haben, will ich sie wirklich am neuesten Stand der Dinge betreuen und da muss man sich so sehr vertiefen, dass man für viele andere Dinge keine Zeit hat. Sag, wenn ich dich richtig verstehe, postulierst du, dass ein Mensch, der höchst begabt ist in Deutsch zum Beispiel oder in Mathematik, dieses mit aller Leidenschaft betreiben soll, statt dass man ihn zwingt, irgendetwas, was er nicht versteht, irgendwie mitzuschleppen und zu sagen, Deutsch oder Mathematik kann er eh. Also prinzipiell ist schon eines klar, das muss man vorwegschicken. Wenn wir einen hohen Anteil an jungen Menschen haben, die in Österreich die Schulpflicht erfüllen, aber am Ende dieser 9 Jahre nicht sinnerfassend lesen können, dann haben wir unser Gold schon irgendwo verschüttet. Das ist klar. Und ich sage immer, niemand kann ein Bild aufhängen, der nicht einen Hammer und Nagel bedienen kann. Man braucht ein Grundrüstzeug. Und Lesen, Schreiben, Rechnen wird nicht genügen und wir brauchen eine ordentliche Allgemeinbildung. Aber dann kommt diese Frage. Und diese Frage, die mich sehr, sehr beschäftigt, ist natürlich, inwieweit kann man in etwas wirklich richtig gut werden? Und ich bin einmal davon überzeugt, dass eigentlich jeder in etwas richtig gut werden kann, nur jeder in etwas anderes. Im Zuge der Durchschnittsfalle, aber auch des neuen Buchs, ist immer dieser Elite-Begriff aufgekommen. Und ich habe gesagt, Elite ist jeder, nur jeder ist es woanders. Und jetzt muss man aber sich auf diese Suche machen. Und diese Suche, und das habe ich gerade zuerst gesagt, ist aufwendig, braucht Zeit und Energie. Und wenn man auf dieser Suche immer wieder gebremst wird dadurch, dass man sagt, du hast aber noch was, da könntest du ein bisschen verbessern,
nimm dir jetzt noch einmal Zeit für das oder noch einmal für das oder noch einmal für das, dann wird es vielleicht am Ende so ausgehen, dass man eigentlich das, wo man wirklich Spitze hätte werden können, nicht in dem Ausmaß hat betreiben können. Das ist meine große Angst. Und ich glaube, um das noch einmal ganz banal zu sagen, wenn wir einen Top-Sportler haben und der ist der beste Skifahrer der Welt oder ein hervorragender Fußballer und wir sagen ihm jetzt, es gäbe aber noch viele andere Dinge, die sehr wichtig sind in deinem Leben, dann ist das ja auch richtig, ist gar keine Frage. Aber mit welcher Gefahr? Mit der Gefahr, dass wir am Ende ihm die Chance nehmen, in dieser einen Sache wirklich so gut zu werden, dass er zu den Besten gehört. Jetzt holen wir die anderen Gäste, bitte bleib da und red mit. Ja? Gern. Danke. Meine Damen und Herren, Erwin Wagenhofer hat bedeutende Dokumentarfilme geschaffen, zuletzt Alphabet. Das alte Bildungssystem wäre zu entsorgen, meint er, und ich bin nicht sicher, ob ich das auch will. Jedenfalls attestieren Biologen 98% der Neugeborenen Hochbegabung. Was davon nach 10, 20 Jahren übrig bleibt, ist bekannt. Wagenhofer plädiert für die Rückgewinnung der Kindheit. Die frühere Gymnasialdirektorin und Bildungsexpertin Heidi Schroth setzt sich in ihrem aktuellen Buch mit den Verbindungen zwischen Bildung und Migration auseinander und fordert Reformen. Ein Doppelporträt zu Beginn. Erwin Wagenhofer zählt zu den bedeutendsten Filmemachern Österreichs. Seine Dokumentationen We Feed the World und Let's Make Money wurden mehrfach ausgezeichnet und lockten unzählige Besucher in die europäischen Kinos. Wagenhofers kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftsrelevanten wirtschaftlichen und politischen Themen spiegelt sich auch in seinem 2010 erschienenen Kinofilm Black, Brown, White wider. Inspiriert von den vorhergehenden Filmen entstand die Idee zu Alphabet. Denn Finanzkrisen und Umweltkatastrophen sind durch vermeintlich intelligente Menschen entstanden, die an den besten Universitäten geschult wurden. Wagenhofer zeigt, wie internationale Bildungssysteme Kindern sowohl ihre Einzigartigkeit als auch Kindheit rauben. Kinder kommen nicht als leere Subjekte zur Welt, die mit Wissen vollgestopft werden müssen, gibt Wagenhofer zu verstehen. Angst oder Liebe ist die Frage, die beantwortet werden muss. Auch die ehemalige Schuldirektorin Heidi Schrott fordert in ihrem neuen Buch Sehr gut oder nicht genügend eine zeitgemäße und nachhaltige Bildungsreform. Momentan sieht sie Schule als Spielball zwischen Gewerkschaft und Bundesministerium. Eingehen auf individuelle Bedürfnisse von Schülern und Lehrern ist daher unmöglich. Und auch die oft als Problem dargestellte Migrationsfrage ist ihr ein großes Anliegen. Allein in Wien haben mehr als die Hälfte aller Volksschüler eine andere Erstsprache als Deutsch. Natürlich ist das eine Herausforderung, sagt sie, aber auch eine Chance, Facetten und kulturelle Vielfalt an Schulen zu fördern. Wir freuen uns auf zwei Persönlichkeiten, die raus aus dem Alten und hinein ins Neue möchten. Herzlich willkommen, Erwin Wagenhofer und Heidi Schrott. Ja, willkommen, schön, dass Sie da sind. Bitte, womit darf ich zunächst trinkbarem aufwarten? Rotwein, klein, Rivella? Kleinen Weißwein, weiß. Einen weißen, ich glaube... dann geben Sie mal einen roten. Einen roten. Kleinen Schluck. Ja. Auch einen roten? Auch? Ja. Sie sagen immer wieder sehr, ich sollte das am Stiel halten. Aber wenn ich das mache, passiert es nur, dass ich es mir über die Hose kippe. Oder dass man das zahlt sich, oder über die Bücher. Es zahlt sich nicht aus. Danke. Bitteschön. Lieber Herr Wagenhofer, wie ist das mit den 98% Hochbegabungen, die dann auf 2% verdünnt werden? Also wenn wir diesen Test seriös nehmen, dann müssen wir ihn auch seriös zitieren. Da geht es nicht um Hochbegabung, sondern es ist ein amerikanischer Test aus dem Jahre 98, der veröffentlicht wurde in einem Buch mit dem Namen Breakpoint and Beyond und der großes Aufsehen in Amerika erregt hat. Da geht es um Divergent Thinking, also es geht um unangepasstes Denken. Ah, ja. Und es wird aber auch ziemlich genau ausgeführt im Film und auch im Buch. Mhm. Aber wenn Sie es nicht glauben, mein Ansatz war ja zu dem ganzen Thema ganz was anderes. Also mein Ansatz war ja der, und das passt jetzt da gut her zu dieser Frage, dass ich davon ausgegangen bin, dass die größten Probleme und Krisen, und wenn Sie heute eine Zeitung aufschlagen, stehen die ersten 10 Seiten Minimum nur von Problemen vollgeschrieben, genau. Von Menschen angerichtet werden, die die höchste Bildung haben.
Mhm. Also diese ganze Finanzkrise zum Beispiel 2008, wenn Sie am Finanzplatz Visite auf London herumgehen, da finden Sie überhaupt niemanden, der nicht Minimum ein Studium hat, meistens sogar zwei. Also Wirtschaft und Recht ist sehr beliebt dort. Mhm. Da kann man sich die Gesetze gleich selber machen für die Wirtschaft. An Elite-Universitäten gemacht haben, diese Abschlüsse in Harvard oder in Großbritannien, in Oxford oder Cambridge oder St. Gallen, wenn man vielleicht was Deutschsprachiges hat. Und was machen die Leute? Die machen den ganzen Tag, eigentlich führen sie den Planet an den Rand seiner Möglichkeiten. Und das war mein Zugang. Also wir reden wahnsinnig viel in dieser ganzen Bildungsdebatte von den sogenannten bildungsfernen Schichten und Leute, die nichts kennen und blöd sind und schlechte Noten haben und im PISA-Test fürchterlich abschneiden und so weiter. Aber wir wissen gar nicht genau, wo wir hinwollen. Und das ist eigentlich, also was mich interessiert hat, war die Haltung hinter der Bildung, um es vielleicht so runterzubrechen. Und die würden die Wirtschaftskrise besser meistern, die bildungsfernen Schichten? Wer war's? Ne? Schlechter auf keinen Fall. Ne? Verstehe. Meistern müssen es nämlich genau die. Das ist ein Witz. Ich rede von der Auslösung. Das ist ja ausgelöst. Also die sogenannten Finanzmärkte haben das ja selbst ausgelöst. Ja? Mhm. Und es gibt genug Anzeichen in der Zwischenzeit, wissentlich und willentlich. Mhm. Ja? Weil wenn Sie anschauen, jetzt haben wir die Krise 6 Jahre hinter uns. Die Staaten sind verschuldet, die Privathaushalte sind verschuldet. Klar. Und gleichzeitig, und das wäre jetzt Bildung, dass jemand sowas richtig interpretieren kann, und gleichzeitig sind, das kam letzte Woche raus, die Milliardäre in Europa haben ihr Vermögen verdoppelt. Ja, die haben es immerhin gut gemacht. Die haben es ganz gut gemacht. Nicht? Und jetzt, wie geht das? Und das sind Dinge, die mich eigentlich mehr interessieren. Ja, verstehe. Also wenn heute jemand kommt, gerade jetzt war was zu Mittag, wo immer Budgetlöcher sind, auch im Bildungsbereich wird runtergekürzt. Und keiner fragt eigentlich, warum? Wo ist eigentlich genau das Geld? Wo geht das hin? Ja? Weil das Geld verschwindet ja nicht. Es gab im BAWAG-Prozess einen lustigen Satz von Herrn Flöttl, die Richterin, die dann später Justizministerin wurde, das gesagt hat, das Geld ist weg. Er hat gesagt, nein, es hat nur wer andere. Und das ist der Punkt. Und würden wir jetzt richtig, und das, dann bin ich von der Bildung weg, weil das steht eigentlich in unseren Verfassungen. In der österreichischen Bundesverfassung steht im Artikel 14 genau geschrieben, was der Sinn, und wir reden immer von öffentlicher Bildung, nicht von privater, das ist nur mal was anderes, von öffentlicher Bildung, also von Steuergeld bezahlter Bildungseinrichtungen, was da rauskommen soll. Und das Ziel wäre, der mündige Bürger, die mündige Bürgerin, wenn wir das hinbekämen, dieses dort in unserer eigenen Verfassung selbst definierte Ziel, dann wären wir super drauf. Das sind wir aber nicht. Liebe Frau Doktor, wie führt man... Doktor. Kein Doktor? Nein. Ich auch nicht, wunderbar. Er ist Doktor, das ist klar. Auch kein Doktor. Nein, nicht? Nein. Gut, mach mal einen Club, du bist doch der Outlaw. Wie führt man Chancengleichheit herbei, speziell in dem Thema Migration. Wenn ich mir provokant, aber nicht ganz unüberzeugt erlauben darf zu sagen, ich befürchte, dass das Bildungsniveau methodisch hinuntergefahren wird, damit jeder irgendwie durchkommt. Es wird massiv geschummelt, es werden Schulabgänger produziert, die dazu offensichtlich nicht qualifiziert sind, aus der Schule erfolgreich abgegangen zu sein. Stimmt das? Naja, da haben Sie jetzt also sozusagen ein Bündel an, jawohl, sagen wir mal, auch unterschiedlichen Fragestellungen mir hergeworfen. Bitte. Ich werde es versuchen. Chancengleichheit, also es ist schwierig, da manche sagen Chancengerechtigkeit. Ich glaube, wichtig ist zu sagen, jeder Mensch ist verschieden. Ja? Also daher bin ich jetzt mit dem Gleichheit, habe ein bisschen Probleme. Aber diese Verschiedenheit, jedes Kind in seiner Verschiedenheit sollte in einem öffentlich finanzierten Schulsystem die gleichen Startbedingungen haben und sollte am Ende seiner Bildung, entweder der Schulpflicht oder wo immer auch hin, dort hinkommen, wo es seinen Begabungen, Talenten, Wünschen, Neigungen entspricht. Egal, ob dieses Kind jetzt mit 14 aus Afghanistan unbegleitet zu uns gekommen ist oder ob die Eltern an der TU Wien unterrichten, aber das sind dann vielleicht ja gar keine Österreicher, die haben aber gute Chancen, also, oder ob das Kind eine andere Erstsprache hat oder männlich-weiblich ist, ich sage jetzt natürlich ganz einige von verschiedenen Kategorien, dann sollte dieses Kind, wenn es die österreichische Schule beginnt, beziehungsweise das verpflichtende Kindergartenjahr, nicht schon von vornherein
reduzierte Chancen haben. Ja, aufgrund nur was tun? Naja, da sind wir ja eigentlich. Schauen Sie, es gibt in Österreich, na, nehmen wir die Städte. Die Migration ist ja, die Städte sind, ja, haben sich auf vollkommen geändert, sind dauernd im Fluss. Ja, wir können ja jetzt, das ist ja nichts mehr Fixes. Und wenn man das, und Wien ist genau in diesem Trend. Wien, um es positiv zu formulieren, ist eine internationale Stadt. Es wird nur nicht so positiv gesehen wie zum Beispiel von London, die das auf ihrer Homepage als Branding verwenden und sich mit New York messen. Aber um auf die Thematik zurückzukommen, in Wiener Volksschulen sitzen 56% Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. So. Und wie schaut unsere Schule aus? Wir fragen uns, ja, drücken die uns das Niveau, wenn wir da jetzt die ins Gymnasium lassen? Das ist ja eine vollkommen falsche Fragestellung. Das heißt, die österreichische Schule ist im Grund noch, ich sage in meinem Buch auch und bin davon überzeugt, in der Struktur in den 60er Jahren stecken geblieben, ausgerichtet auf eine homogene Gesellschaft, monolingual. So ist es organisiert. Ja, es hat natürlich immer Adaptierungen gegeben. Da machen wir jetzt Sprachförderkurse und da machen wir da ein bisschen was. Aber wir sind nicht in der Gesellschaft mit unserer Schule gelandet, in der wir leben. Das eine ist einmal, dass Österreich an dem Punkt, und das gefällt mir jetzt ganz, ganz besonders gut, nämlich auch aus Sicht der Vision noch nicht angekommen ist. Wir könnten es umdrehen. Ein Land, das nicht genügend Migration hat, wird in Zukunft einen Nachteil haben. Genau. Und das ist einmal etwas, was man einmal auch Wien sagen muss. Ich meine, wir sollten stolz darauf sein, dass das ein Land, eine Stadt ist, wo Menschen kommen wollen. Und wir sollten das nutzen. Denn die Fragen der Zukunft sind andere als die der Gegenwart. Und umso mehr, wie soll ich sagen, Verschiedenartigkeit haben. Wir haben, also jeder ist verschieden, aber umso mehr verschiedene wir haben, umso eher wird jemand dabei sein, der eine Antwort haben wird auf eine Frage, die kennen wir halt nicht. Die kommt erst morgen. Herr Wagenhofer, wie machen wir das? Die Leistung, ein negativer Begriff. Also meine Töchter freuen sich, wenn es ihnen gut geht in der Schule. Sie lernen unter Ärger. Sie lernen nicht gern, aber in Wirklichkeit freuen sie sich dann schon, wenn alles gut gegangen ist. Es ist doch eine, man muss sich doch irgendwie ins Leben hineinbilden, in die Herausforderungen des Lebens. Aber wie kommen Sie darauf, dass Leistung was Negatives sein soll? Ja, es wird der Leistungsbegriff manchmal irgendwie marginalisiert oder für schattiert erklärt. Wir haben ja nur mehr, das ist, glaube ich, wir reden sehr viel theoretisch hier über Vielfalt und so, das ist ganz nett. Aber draußen herrscht keine Vielfalt, draußen herrscht Einfalt. Ja, draußen herrscht eigentlich alles, was nicht sofort ökonomisch verwertbar ist, und zwar im Profit, ist sinnlos. Und das hat sich in der Zwischenzeit auch, ist das runtergegangen bis in die Schulen. Also dann hat man ja die sogenannten sinnlosen oder Orchideenfächer, das ist alles weggegangen. Und in den Nullerjahren gab es ja Regierungsleute und Finanzminister, die übrigens heute alle irgendwie auf der Anklagebank irgendwo sitzen, die gesagt haben, das gehört alles weg. Und man hat die ganze, den Bologna-Prozess, das ist ein fürchterlicher Schwachsinn meiner Meinung nach. Der PISA-Test ist von der OECD, da muss man wissen, dass das E für Ökonomik steht. Also genau. Das ist eine wirtschaftliche, also alles ist nur mehr wirtschaftlich getrieben. Und das ist so das Problem, und das hat sich seit 30 Jahren oder in den letzten 30 Jahren so durchgesetzt. Mit dem wunderbaren Satz beginnen von einer Frau auf einer Insel, Lady Thatcher, die gesagt hat, es gibt keine Alternativen. In der Zwischenzeit plappern das sozialdemokratische Bundeskanzler nach. Ja? Das ist einer der armseligsten Sätze oder Gedanken eigentlich, die ich je gehört habe, weil das Leben bietet immer Alternativen. Darum heißt es ja Leben. Ja, ja? Ja, ja. Der Tod bietet keine Alternative, ja, beziehungsweise wir kennen keine bis jetzt. Und es gibt Alternativen. Die Lotte Ingrid schon, die plaudert dann. Ja, okay, ja, aber die ist ja nicht da. Die können wir nicht befragen jetzt. Das heißt, es ist alles nur mehr wirtschaftlich getrieben. Genau. Und das ist meiner Meinung nach, wenn Sie von mir eine Kritik überhaupt hören wollen, weil ich bin ja kein Kritiker, sondern versucht, Dinge eigentlich aufzuzeigen und in einem gewissen Kontext, den man vielleicht so nicht sieht, das ist ja die Stärke des Kinos, wenn Sie so wollen. Ja. Und eigentlich, gerade bei Alphabet war es so, dass wir versucht haben, mit dem Buch und vor allem auch mit dem Film Mut zu machen. Eben, dass man mal, so beginnt der Film auch schon. Nicht? Wir haben diese unglaubliche, der Mensch hat so eine Vorstellungskraft, das ist so unglaublich. Und Kinder, darum haben wir ja dieses Artwork gewählt, sind Wunder.
Das sind echte Wunder. Ja, und den kommen, und was machen wir dann? Ja, und wenn Sie kleine Kinder beobachten, die wollen alles begreifen. Ja, wir haben, was unser Problem ist, wir haben ein völlig falsches Menschenbild. Wir haben ein Menschenbild, ein Bild von uns selbst, das ist so grauslich und schier. Wir sind faul. Ohne Druck geht überhaupt nichts. Man braucht unbedingt Konkurrenz. Man muss sie abschotten, man muss Kriege führen und so weiter. Völlig veraltert. Und darum heißt übrigens das, haben wir das Alphabet genannt, weil ich glaube, wo wir hier in so einer Sprachsendung sind, ja. Ich glaube, dass wir für das Neue ganz neue Begriffe brauchen. Die Aha. sind teilweise noch gar nicht da. Ja? Also ist ein bisschen im Film und Buch, das Wort erziehen würde ich schön langsam sein lassen. Das braucht man nicht mehr. Ich glaube, es geht eher mehr um Beziehen. Ja. Es geht um Beziehung. Das weiß man aus seiner eigenen Schulzeit, also ich zumindest. Mich haben am meisten die Leute weitergebracht, die zu mir eine Beziehung eingegangen sind. Genau. Die an mich geglaubt haben, die haben gesagt, du, das wird was. Mhm. Schau mal, da bist du gut. Ja, genau. Und geh in die Richtung und so weiter und so fort. Sowieso, ne? Und, ja. Nein, ich würde nur sagen, als Universitätsmensch möchte ich ja sagen, dass Österreich ein Land ist, das ein sehr reiches Land ist, mit einer niedrigen Arbeitslosenrate und trotzdem die Grundlagenforschung an den Universitäten, zum Beispiel die nicht gerichtet ist, die nicht der Wirtschaft direkt am nächsten Tag was bringt, wo man sagt, die wir betreiben, wo wir sagen, wir wissen noch nicht, was rauskommt, aber es muss Wissen geschaffen werden, das ist der innerste Kern der Wissenschaft, sehr schlecht gefördert ist in Österreich, in einem Land, das so reich ist. Und alle anderen Arten von Wissenschaften, wo man sagt, da gibt es direkte Anwendung, da schreit die Wirtschaft schon danach, da gibt es einen Connect, die ist gut finanziert. Ja. Also, und das ist, also ich gebe Ihnen da in dem Punkt absolut recht, dass wir, also, dass wir jetzt plötzlich anfangen, uns sozusagen da zu drehen und zu wenden und biegsam den anzupassen. Und die Universitäten sind sozusagen irgendwo die letzte Burg, wo man dagegen kämpft und sagt, du, eigentlich, wir machen Wissenschaft um des Wissensgewinns wegen. Und ob man das morgen brauchen wird, werden wir sehen. Man wird es brauchen. Aber den direkten Zusammenhang, der heute gefordert wird, der ist noch nicht da. Ich würde einen Satz gerne dazu sagen. Frage, nämlich, Frau Schott, gleich was. Sorry, weil wenn es die aktuellste, neueste Universität, die wir in Österreich haben, ist die WU. Mit einem wunderschönen Campus hier in Prater gelegen. Weil vor einem Jahr ist das eröffnet worden, ziemlich genau vor einem Jahr. Also das Gebäude, ja, das Gebäude, weil die WU gibt es schon. Jetzt ist er mal übersiedelt. Ne? Genau. Also da ist ja auch Geld in die Hand genommen worden. Und vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, fast auf dem Tag vor einem Jahr, haben wir das angeschaut, bevor es eröffnet worden ist. Schauen Sie mal, wie dort die Lehrsäle heißen, also die Hörsäle heißen. No. Red Bull Hörsaal, Siemens Hörsaal, da wissen Sie schon. Ja? Und wir in Österreich, wir haben ja das Wissenschaftsministerium auch geschafft. Ne? Das haben wir gleich konsequenterweise dem Wirtschaftsminister untergejubelt. Das ist schon ein interessantes Symbol. Bevor wir den André Heller holen, auf den wir uns schon freuen, wohlgemerkt, eine Frage noch, wenn Sie mit wenigen Sätzen sagen sollten, die Intention Ihres Films und Ihres Buches, was möchten Sie erreichen? Fangen wir mal beim Buch an. Beim Buch, das steht schon auf der ersten Seite, war mir ganz wichtig, dass es kein Ratgeber ist. Es gibt so viele Ratgeber und Expertentum, da bin ich ganz vorsichtig. Es gibt überhaupt nur mehr Experten und ich habe ja vorher erwähnt, das macht mir ein bisschen Angst, weil diese Experten eben Dinge prophezeien, die dann gar nicht eintreffen. Wir wollten Mut machen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und, wem? Den Eltern vor allem. Weil der Untertitel ist Angst oder Liebe. Und ich habe das schon gewusst, dass wir in einer geschlossenen Angstgesellschaft leben, weil ich in ihr groß geworden bin, was ich sehr schade finde. Aber ich bin jetzt ein Jahr lang unterwegs, ziemlich genau ein Jahr lang. Ich komme gerade aus Norwegen, wo der Film jetzt gestartet ist. Und habe, das ist Veranstaltung Nummer 173. ich wusste nicht, dass so große Angst ist, gerade bei den Eltern. Und warum ist diese Angst? Weil sie verunsichert sind, weil sie selbst spüren, das stimmt so nicht mehr. Ja, wir sind in einem riesen Wandelprozess, in einem riesigen Wandel, mittendrin steckt man schon. Das Neue ist eben, darum heißt es ja neu. Noch nicht, ist nicht genau klar, was es werden wird. Das Alte ist noch nicht weg, jetzt hält man wahnsinnig viel fest am Alten. Da haben wir das Problem, dass man die Hände aber am Alten noch dran kleben hat und nicht frei fürs Neue und so. Das Gefährliche ist immer, wenn man das Alte wegtut, bevor es nichts Neues gibt, dann kommt man irgendwo in ein Loch.
Wertelosigkeit. Da ist in Österreich keine Gefahr, dass man das alte so schnell wegkriegt. Ja, aber das ist das, was Sie sagen, ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Es unterscheidet sich sozusagen die eine Gruppe von der anderen. Die einen schreien auf und sagen, es ist alles fürchterlich, aber machen eben niemand Mut. Ja. Das ist eben genau das. Weil genau. Und Eltern, Großeltern, ob das Lehrer sind oder die Kinder selber, die ja schon mitdenken. Mhm. Und in Wirklichkeit, wenn man sozusagen darüber diskutiert, muss das Ergebnis einer konstruktiven, dass man sagt, Leute, wir packen es an. Und wenn so Bücher wie Sehr gut oder nicht genügend oder Alphabet oder auch bei den Knallköpfen, in Wirklichkeit ist das Ziel, dass man sagt, Leute, kommt, packen wir es an. Mut. Ja? Mhm. Die nächste Generation, die Eltern, die Generation drüber. Und die andere Gruppe sind die, die sagen, so kann es nicht weitergehen, das geht so alles nicht. Und ja. Und dann sitzen alle Eltern da und sagen, ja, aber wie damals, nicht? Und ich finde, der Mut allein schon, wenn wir den erzeugt haben, der hat so eine Dynamik, das ist so viel Wind in den Segeln, da läuft immer was. Aber wenn einmal der Mut weg ist, dann kann man, darf man sich nicht wundern, dass die Leute dann sagen, du, jetzt kann man aber wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Jetzt das ist irgendwie könnte von André Heller sein, den wir jetzt gleich holen. Okay. Meine Damen und Herren, André Heller zu beschreiben, ist so unmöglich wie überflüssig. Jeder kennt ihn und der Radius seines Wirkens ist unermesslich. Sein im Zeichen maximaler Freiheit aufgewachsener Sohn ist unter dem Namen Left Boy ein musikalisches Idol der jüngeren Generation. Ich werde ihn zu Bildungsangelegenheiten fragen, aber der eigentliche Anlass seines Hierseins ist der Band Gerd Voss auf der Bühne, zu dem er einen bewegenden Beitrag geleistet hat. Mein verehrter und geliebter Freund Gerd hat das Erscheinen dieses Buches nicht mehr erlebt. Er war zweimal in dieser Sendung und keiner, der ihn auf der Bühne oder im Leben gekannt hat, wird ihn vergessen. Ich bitte schön. Ich danke schön. Grüß Gott. Hochachtung. Ich habe jetzt wirklich von eurem Gespräch nichts gehört und komme frisch gefangen da rein. Mhm. Also ich weiß nicht, was alles schon gesagt wurde und nicht gesagt. Na, es wurde zum Beispiel jedes Mal gefragt, ob Rotwein oder Rivella gewünscht wird. Ja, damit verschwenden wir keine Sendezeit mehr. Wir zwar. Ich mag beides nicht. Nein, danke. Wunderbar, so ist es recht. Mischen könnten wir es noch. Ja, aber ich will ja nicht speiben, sondern reden. Ja, wäre auch einmal was. Aber hat man selten in der Sendung erlebt. Ist viel schon passiert. Ja? Lieber Herr Heller, Sie haben Ihre Schulzeit, wenn ich mich recht erinnere, eher als Folter beschrieben. Wie war es denn bei Ihnen und wie war es beim Ferdinand? Wie ist denn der aufgewachsen? Also der Ferdinand war in der amerikanischen Schule in Salmansdorf. Mhm. Und ich fand die sehr spannend. Der wusste von vornherein, der möchte in die Welt hinaus und er möchte, dass seine Hauptsprache Englisch ist. Das hat er als Achtjähriger entschieden. Und ich habe das unterstützt. Wir haben sehr viel Deutsch geredet natürlich. Aber der ist welttauglich mittlerweile. Und selber haben Sie es schier gehabt, das Gegenteil. Ja, aber wer denn nicht? Na, ich? Ja, also in meiner Generation waren alle irgendwo in einem Internat. Ja, und genau. Alle waren verzweifelt. Aber Sie wissen ja, in meinem Leben gibt es keine Schuldigen mehr. Ich finde das unerträglich, mit 67 zu sagen, weil der Vater so war, weil der Jesuit so war, bin ich deswegen so misslungen. Also ich bin für mich verantwortlich. Die Schulzeit war schwierig, hochinteressant. Ich war fast in jeder Schule, die irgendwie bereit war, mich zu nehmen. Bei den Jesuiten 3 Jahre. Und das war unangenehm und eindrucksvoll. Habt ihr auch so eine gräuliche Schulzeit gehabt? War ich bin nie gerne in die Schule gegangen, aber das war, aber ich wollte eigentlich was lernen, aber das ist mir nicht so mit dem Erfolg gelungen, wie ich es gern gehabt habe, obwohl ich kein schlechter Schüler war, aber ich habe es halt schon gesagt, aber betragungstechnisch habe ich meine unglaublichen Schwierigkeiten gehabt. Naja, ich war in einem katholischen Mädcheninternat und das Internat war schrecklich, aber ich bin sehr gern, also die Schule war, da waren auch externe Schülerinnen, ich bin sehr gern in die Schule gegangen. Ja. Ich bin lang in die Schule gegangen, ich bin eigentlich gegen Ende sehr gern gegangen. Mhm. Ich war 19. Das heißt, langsam häufig repetiert? Nein, habe ich nie. Ich habe alle Schulen, die ich angefangen habe, auch abgeschlossen und habe auch nicht repetiert. Kann mich an den letzten Schultag wahnsinnig gut erinnern, da war ich 19, da habe ich geweint. Mhm. Aber nicht, weil die Schule aus war, sondern weil meine Freunde weg waren. Und das wusste ich damals und das war auch so. Die meisten sind weg. Ich habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt, das wenigste in der Schule. Mhm. Gymnasium war das? Das war dann eine HTL für Elektrotechnik zuerst und dann habe ich dann Nachrichtentechnik gemacht. Ja. Davon hat meine Mutter geträumt, einen Sohn zu haben, der alle Schulen abschließt. Ich habe alle nicht abgeschlossen. Aber ich war lang in der Schule. Es war mir sehr fremd. Mhm. Also ich war jemand, der gern selber sich was beigebracht hat. Ich habe ein Glück gehabt,
das größte Geschenk, das mir mein merkwürdiger Vater hinterlassen hat, war seine Bibliothek. Und Lesen war immer eine Möglichkeit und er hatte erlesene Angebote. Und dann habe ich gemerkt, mir tut es gut, wenn ich spazieren gehe, wenn ich schaue, was sind das für Häuser, warum heißen die Gassen so, wie sie heißen, was machen die Wiener Museen mit mir, verändern die mich. Ich bin monatelang jedes Jahr vom Schulstangeln erzogen worden, indem ich die Zeit genützt habe, was zu lernen. Und dann im Havelka, also ab 13, 14, da waren ja so interessante Widerspruchstitanen, von denen man natürlich sehr viel mehr mitnehmen konnte als von den Lehrern, die irgendwo in der Fichtnergasse oder in der Rosasgasse auf mich gewartet haben. Und abgeschlossen haben Sie nicht? Nichts, überhaupt nie irgendwas, keine Schauspielschule. Das Einzige, was ich abgeschlossen habe, waren meine Türen. Ja, und ein Vertrag vielleicht manchmal oder so etwas. Ja, auch selten. Ich habe oft Verträge ohne Unterschriften und bin ein nicht geliebter Aussteiger aus Dingen, auch spontan Aussteiger. Jetzt bleiben Sie aber bitte noch. Kann ich noch nicht garantieren. Wobei man sich natürlich jetzt fragen muss, ob das schon eine Empfehlung für einen Erfolg ist. Nein, überhaupt nicht. Das ist immer die Frage. Jeder ist so anders. Fällt unter dem Verdacht. Genau, jeder ist so anders. Jeder ist so anders. Meine Mutter erzählt immer mit heute noch zittriger Stimme, dass ich angeblich gesagt habe, auf ihre Frage, ja, was willst du denn werden? Musst du was tun? Mach wenigstens den Führerschein. Ohne Führerschein kannst du nicht einmal bei der Polizei irgendwo ran. Und ich habe gesagt, ich warte, bis ich berühmt wäre. Aber was ich damit, glaube ich, gemeint habe, war, dass ich warte so lange, bis das kommt, Gefäß so aufgefüllt ist mit dem Wissen, mit der Genauigkeit, mit der Verwirrung, die man überwunden hat, bis er irgendwas in der Welt zusammenbringt. Ich habe keinen Führerschein und warte aber leider noch immer. Okay, jetzt gehen wir aber... Ist Ihnen das nicht genug hier? Nein, nie. Sie können Leute tritzen als Kritiker. Sie haben eine eigene Sendung im Fernsehen, die viel gesehen wird und wo so Leute wie wir hinkommen, ja, zu Ihnen. Ja, nicht, Sie kommen zu uns, wir kommen zu Ihnen. Sollten wir nicht lieber vom Gerd Voss sprechen als von mir? Der Gerd ist der schrecklichste Verlust, der mir wirklich, ich kann mich nicht erinnern, einen so schrecklichen Verlust, abgesehen von meinen Eltern, erlitten zu haben. Sie haben einen wunderschönen Beitrag, einen berührenden, geschrieben in dem Buch. Sagen Sie mal ein bisschen was über ihn. Was soll ich Ihnen sagen, was Sie nicht wissen? Also tun wir so, als würden wir uns über Gerd unterhalten und als ob wir uns noch nie bei Ihnen unterhalten hätten. Okay. Ja, ich habe das überschrieben mit ein Fabeltier. Ich habe in meinem Leben 2, 3 Schauspieler unter der Lupe kennengelernt, von denen ich ab dem 2., manchmal in einem Fall beim Oskar Werner, ab dem 1. Augenblick wirklich begriffen habe, das ist was nicht mehr erzeugt wird und wofür es auch keine Ersatzteile mehr geben kann. Und ich war von seiner Wirkung umfassend beeindruckt. Der hat was gehabt, was der Qualtinger auch hat, der war anders, was ich die Kunst der Erscheinung nennen will. Jemand kommt bei der Tür herein und alles ist anders als zuvor. Und übrigens, die Hilde Spiel war so jemand, auch ganz anders. Ja, aber gut, ja. Das Niveau der Gespräche, wenn die Hilde bei der Tür reinkam, hat sich sofort um 200 Grad erhöht. Sehr angenehm, wenn solche Leute vorhanden sind. Und der Gerd hat mich in allem, was er getan hat, sehr interessiert. Das ist ja auch fast nie der Fall. Mhm. Man lernt ja hunderte Leute kennen und denkt sich, man hört ihnen zwar zu, aber wirklich interessiert einen das nicht. Und bei ihm war er immer irgendeiner spannenden Entdeckung auf der Spur. Er wollte immer weiße Flecken auf der Landkarte seines Wissens tilgen. Er wollte immer Expeditionen in die Gebiete der Kopfjäger sozusagen machen. Mhm. Und das ist ihm mit einer solch fantastischen Ernsthaftigkeit, Hintergründigkeit, manchmal hundertfach Bödigkeit gelungen, dass man atemlos war. De facto habe ich es in meinem Leben nirgendwo anders so vollendet gesehen wie bei den Vossens. Mhm. Der Gerd und die Uschi, das waren kommunizierende Gefäße, vollkommen miteinander verwoben. Und es ist tatsächlich, nicht als Gerede, die Karriere vom Gerd ohne die Uschi nicht denkbar,
Weil die Uschi war die Dauerermutigung. Die Uschi hat ihn in diesen Melancholien, in die so begabte Leute immer wieder stürzen, in diese Gletscherspalten, in diesen Abgründen, immer wieder das Seil runtergeworfen oder ist selber runtergeklettert, hat ihn rausgeholt. Und er hat das ganz genau gewusst. Und er war ja ein paar Mal bei mir in Italien und wir haben mal so Bootsfahrten am Gardasee gemacht und dann sind wir mal in Sirmione spazieren gegangen. Und dann habe ich nur so ihn angeschaut und die Uschi ging ein paar Meter dahinter. Und er hat gesagt, du und die Uschi. Und dann hat er gesagt, ich sag's dir, glaub's mir, ohne die Uschi hätte ich nicht stattfinden können. Und das war todernst und ich werde es niemals für falsch halten, was er da gesagt hat, weil ich davon überzeugt bin, dass das die Wahrheit und nichts als die Wahrheit war. Und das ist, glaube ich, unvorstellbar, wie es der Uschi jetzt geht, weil wirklich die eine Hälfte ihrer Seele sich abgekoppelt hat und früher übersiedelt ist in die nächste Dimension. Dankeschön, das ist eine gegangen. Tausend Dank. Na, danke fürs. Sollen wir noch einmal von dieser Höhe noch einmal ganz kurz runterkommen? Nein, eigentlich nicht. Sollen wir noch etwas, irgendwas zum Bildungssystem jetzt äußern? Nein. Herzensbildung ist die wichtigste Bildung. Hm. Darüber wird komischerweise selten geredet, wenn es um Bildungssystem geht. Die Menschen anschauen in den Theatern dieses Landes, um nicht nur an der Schulbank sozusagen ihre Bildung zu erhalten, sondern sie sollen sie an vielen, vielen Stellen in diesem Land arbeiten. Wissen Sie, was ein Kind meiner Meinung nach braucht? Ich habe vorher, vielleicht habt ihr das eh alle schon 30 Mal gesagt, was ich jetzt sage. Aber ich weiß, was mir gefällt hat als Kind. Jemand, auf den ich mich verlassen konnte zu Hause. Mhm. Und mir hat gefehlt, dass ich in irgendeiner Weise einmal gehört habe, dich darf es geben, so wie du bist. Ja, logisch. Alle haben an mir herumgezerrt, alle haben gesagt, bitte nicht ein, dass du was werden kannst, wenn es das geben sollte, was du werden willst, gibst das schon längst, das braucht keiner. Und es gibt diesen Augenblick in meinem Leben, wo ich Unterschriften gefälscht habe für die Entschuldigungen. Ja, die glaube ich, das haben wir. Ja, und dann kam über Lautsprecher die Stimme des Direktors. Damals war in jeder Klasse ein Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob es das noch immer gibt. Schüler Heller zum Direktor. Und dort stand meine Mutter. Und der Direktor hat hingelegt 30 gefälschte Unterschriften von mir und hat vor meiner Mutter gefragt, gnädige Frau, haben Sie das unterschrieben oder hat das ihr Sohn gefälscht. Und ich habe meine Mutter angeschaut und sie hat gesagt, ich habe das nicht unterschrieben. Und das ist etwas, das mir beinahe sozusagen ein kleines Rückgrat gebrochen hätte. Weil ich finde, ein Kind muss sich auf den Vater, auf die Mutter in jeder Situation verlassen können. Das heißt doch, wir müssen eine große Propaganda-Offensive für bedingungslose Liebe starten, weil es heißt nämlich bedingungslose Liebe, ich will, nicht dass unter du den so sein darfst, wie so du bist, dass du deine Talente leben kannst und nicht, dass du meinen Vorstellungen entsprechen musst. Genau. Und der Gesellschaft, in der immer noch 60% der Eltern dafür haben, die Kinder müssen Bücher werden, was sie wollen, ist geisteskrank. Ja. Ein Schlusswort, Herr Wagenhofer. Ich wollte doch zum Herrn Voss noch was sagen, bitte. Weil das, was Sie jetzt so also berührend hier geschildert haben, offensichtlich, ich kannte ihn nicht gut, aber ich habe damals im Radio das verfolgt, wie er seine Autobiografie gelesen hat, das hat mich sehr berührt, das war, glaube ich, vor einem Jahr oder so, habe ich auch aufgenommen. Offensichtlich hat er in einem Setting leben dürfen, dass er in seiner Gabe wirksam sein konnte. Und darum konnte er geben. Ja. Und Gabe und Geben, das hängt zusammen. Und das ist in jedem eigentlich, jeder hat irgendwo eine Gabe. Und dort müssen wir eigentlich die Leute hin verführen und das ermöglichen. Und das wär's. Und dann nicht, dass alle Voss wären, überhaupt nicht. Weil es braucht ja auch Leute, die, ich weiß nicht, mit Holz gut umgehen können oder aus einem Wein, aus einer Weintraube was Tolles machen und so weiter und jeder so fort. Jeder soll die großartigste Ganz Form genau. von er selber Ganz werden. Genau. Ist doch logisch. Das war das wunderbarste aller Schlussworte. Ich danke schön.
Damit sind wir nun schon fast wieder am Ende dieser Sendung eingetroffen. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp, abseits des Neuerscheinungsgetöses. Was in der Schule leider fatalerweise für Hirn, Herz und Gespür nicht mehr praktiziert wird, ist das Erlernen von Gedichten. Ich empfehle Ihnen daher eine der zahlreichen Ausgaben von Balladen und Gedichten Friedrich Schillers. Reichen Sie sie an Ihre Kinder und Enkel weiter. Sie werden sehen, dass das sehr, sehr gut ist. Es gibt auch jenseits von Potter, entschuldige, und Brezina noch etwas. Zu Schiller auch meine Quizfrage. Welchen akademischen Beruf, den er peripher mit einem meiner heutigen Gäste teilt, hat er denn ursprünglich aber ohne jede Freude ausgeübt? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Markus Hengstschläger gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder. Bleiben Sie Leser ohne Binnen-I. Danke, das war ja wunderbar. Ich stand schnell ein Foto noch und dann, aber ja. Bitte ganz kurz, wir müssen rennen, ja. Ich muss auch weg.